Unfassbarer Geheimtipp. Macht das definitiv. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video von mir. Endlich habe ich mal einen Grund, diese Ohren in einem Video zu tragen. Ist nicht so, dass ich hier frei wäre und die eigentlich immer tragen könnte. Aber wie ihr seht, gibt es heute ein Special. Wer mich noch nicht kennt, ich bin die Josie. Ich habe 3 Kinder, die sind momentan 3, 5 und 7 Jahre alt. Und wir hatten einen Disneyland Paris Trip und ich möchte euch heute davon erzählen. Ich möchte euch heute meine Tipps raushauen. Wie könnt ihr Geld sparen? Wie könnt ihr einen ganz besonderen Urlaub erleben mit so wenig Stress wie möglich? Was sind meine Geheimtipps, die ihr auf jeden Fall nicht verpassen dürft? Und vielleicht auch so ein paar kleine Einblicke darin geben, was wir da so getrieben haben. Also viel Spaß bei diesem Video. Zuallererst mal ist ein Ausflug ins Disneyland Paris kein Schnäppchen und kein Erholungsurlaub. Das dürfte euch von Anfang an klar sein. Ihr müsst diesen Zauber einfach wollen, denn es wird teuer und es wird auch anstrengend, egal wie schön es ist. Ich war einmal als Kind im Disneyland Paris, dann war ich einmal als Erwachsene ohne Kinder, also ohne dass ich schon Mutter war, dort und dann jetzt einmal mit Kindern. Und deshalb kann ich mich aus so verschiedenen Perspektiven einfach reindenken und denke, ich habe da ein paar ganz gute Tipps zusammengestellt. Bucht erstmal frühzeitig und vergleicht die Preise. Wenn ihr einen Frühbucherrabatt mitnehmt, könnt ihr super viel, besonders auf die Hotels, sparen. Oft ist es so, dass ihr die Disneyland Paris Tickets nicht so wahnsinnig früh schon kaufen könnt. Also bucht zuerst das Hotel, da könnt ihr fast die Hälfte sparen, wenn ihr ein Jahr früher bucht, und dann hinterher die Tickets. Ich empfehle euch mindestens ein 2-Tages-Ticket für beide Parks. Besser noch ein 3-Tages-Ticket. Beide Parks bedeutet, ihr habt das Disneyland Paris und direkt daneben die Universal Studios. Die beiden Parks gehören zusammen, haben aber verschiedene Eingänge. Und ihr könnt mit einem Hopper-Ticket quasi die Parks wechseln, so wie ihr möchtet. Auch an einem Tag immer wieder switchen. Oder ihr macht einen Tag da, einen Tag da und einen Tag wieder da. Ihr könnt die Disneyland Paris Tickets auf verschiedenen Seiten ein bisschen günstiger bekommen und da müsst ihr euch einfach mal durchgoogeln. Ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass das Hotel separat zu den Tickets zu buchen meistens ein bisschen günstiger ausfällt. Trotzdem zahlen Kinder ab 3 Jahre Eintritt und wenn ihr denkt, ihr wartet lieber noch auf ein besseres Schnäppchen, besonders was die Eintrittskarten betrifft, da kann ich euch sagen, das könnt ihr knicken. Also das wird auch nicht günstiger und wenn man da wirklich hin möchte, dann muss man da leider echt tief in die Tasche greifen. Für echte Disney-Fans lohnt sich das ab. Kurz vorher möchte ich sagen, gerade wenn ihr vielleicht noch nie in Paris selber wart oder eure Kinder schon ein bisschen ja, das Bewusstsein haben oder sich auf jeden Fall auch schon daran erinnern, ich würde mal so sagen, ab 4, 5 Jahre würde ich auch einen kurzen Trip nach Paris mitnehmen. Also vielleicht einen Tag länger einplanen und einen Spaziergang durch Paris machen, einmal den Eiffelturm gesehen haben, vielleicht eine Busrundfahrt machen. Wir waren jetzt mit 3 Kindern da und einem Buggy. Wir sind einfach nur durch Paris spaziert. Wir sind unterm Eiffelturm langgelaufen, haben Eis gegessen und haben uns einfach ein bisschen was angeguckt. Ganz, ganz entspannt, ohne uns irgendwie irgendwo anzustellen oder so. Einfach mal das Flair von Paris genießen und den Kindern das auch zu zeigen. Denn wenn man schon mal da ist, finde ich, sollte man das auch mitnehmen. Und das muss auch kein riesen Tagesausflug sein. Und wenn man nur 2, 3 Stunden durch Paris einfach schlendert. Kommen wir zur Wahl des Hotels. Ich kann euch nur empfehlen, das Hotel, in dem ich war, und zwar jetzt schon zum 2. Mal, ist das Dream Castle Hotel. Besonders mit Kindern. Ihr habt nämlich ein Schwimmbad mit einer kleinen Rutsche, ein Hallenbad, einen Außenpool und ihr habt einen ganz tollen Indoor-Spielplatz. Die Zimmer sind sauber, das Hotel ist wunderschön und groß angelegt. Das Buffet ist, man hat alles, was man braucht. Es geht besser, finde ich, aber es gibt eigentlich nichts zu meckern.
Es ist auf jeden Fall ein Hotel, was ich guten Gewissens empfehlen kann. Als Kind waren wir in der Davy Crockett Ranch, meine ich heißt es. Da hat man auch ein Hallenbad dabei und da wohnt man eher in Ferienhäusern. Allerdings ist da der Unterschied, dass ihr keinen Shuttle-Service habt. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Plant, wie ihr vom Hotel oder vom Ferienhaus zum Park kommt. Denn die meisten Disneyland-Hotels haben einen Shuttle-Service. Da kommt alle 20 Minuten oder halbe Stunde ein kostenloser Shuttle-Bus, der vom Hotel direkt vors Disneyland Paris fährt. Denn auch wenn man ein Disneyland Paris Hotel bucht, heißt das nicht, dass das genau daneben ist. Disneyland, das ganze Resort, ist so groß. Ich weiß nicht, wie groß. Also zu denken, da läuft man immer schön mit dem Buggy hin oder auch zurück, das könnt ihr knicken. Das ist, ihr lauft schon so genug, aber dazu gleich mehr. Dieser Shuttle fährt von morgens früh bis in die Nacht hin und zurück. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Manchmal an gewissen Tagen oder Zeiten sind diese Shuttles auch mal sehr, sehr voll. Dann wartet man einfach auf den nächsten. Oder man quetscht sich. Bleiben wir mal bei voll. Disneyland ist in den Ferien voll und Disneyland ist auch am Wochenende voll. Wir waren jetzt tatsächlich auf die Ferien angewiesen. Wir waren in den Osterferien da und man sieht auch am Eingang auf Bildschirm, der Park war an diesen Tagen, wo wir da waren, ausgebucht. Das steht dann da am Eingang, dann wisst ihr das, dass der Park ausgebucht ist. Und ich war auf das Schlimmste vorbereitet. Ich war darauf vorbereitet, dass an den besondersten Attraktionen irgendwie 2 Stunden Wartezeit ist. Wir haben an einem ausgebuchten Tag nirgendwo länger als das Maximale war 45 Minuten angestanden. Zu den verschiedenen Attraktionen, was das Allerwichtigste für mich ist und zu empfehlen ist, das erzähle ich euch nachher. Also stellt euch auf Wartezeiten ein, aber ich kann euch sagen, es ist nicht so schlimm, wie ich dachte. Also ich habe im Phantasialand schon länger angestanden. Dann möchte ich euch mit auf den Weg geben, dass ihr wirklich organisiert packt. Packt viele Outfits ein, gerade für die Kinder. Packt euch was Zwiebellookmäßiges ein. Es ist so, dass es morgens und besonders abends, weil der Park sehr lange auf hat, packt euch eine warme Jacke mit ein, seid aber auch auf warmes Wetter eingerichtet, so dass ihr da nicht irgendwie gucken müsst, oh Gott, jetzt ist es doch zu kalt, jetzt kaufe ich doch nochmal da was, weil Disneyland ist einfach super teuer. Auch wenn alles so schön ist und so lecker aussieht, es ist unfassbar teuer. Packt organisiert, schreibt euch eine Liste, was ihr alles mitnehmen wollt, wenn man da nämlich was vergisst. Es gibt dann natürlich alles, aber es ist echt kein Schnäppchen. Da kommen wir auch zum Thema Essen. Auch Essen ist in Disneyland super teuer. Und sind wir mal ganz ehrlich, wirklich was Gesundes findet man da auch nicht. Also, ich habe mir eine Kühltasche vorher gepackt. Wir sind mit dem Auto übrigens angereist. Ich bin aber auch damals schon mal geflogen. Geht beides. Ich habe jetzt bei der Autofahrt, konnten wir eine große Kühltasche mitnehmen und da waren halt eben Kühlpacks drin und da hatte ich Obst drin, ich hatte ein paar Sandwiches drin, ich hatte Riegel drin, ich hatte selbstgemachte Blissballs drin, ich hatte sogar das, muss jetzt nicht in die Kühltasche, aber das Immunpulver für Kids von InnoNature, Link und Rabattcode ist in der Infobox, da habt ihr halt so ein Pulver. Da habt ihr halt so ein Pulver für alle, die das nicht kennen, womit ihr ein Getränk anrühren könnt oder was ihr in Joghurt rühren könnt oder so, wo eure Kinder richtig viel gute Nährstoffe drin haben und Vitamine, weil klar, beim Frühstücksbuffet, wenn ihr das mitgebucht habt, gibt es eine riesen Auswahl an Obst und gesundem Essen, aber sonst, wenn ihr darauf angewiesen seid, im Disneyland selbst zu essen, müsst ihr erstens tief in die Tasche greifen und zweitens, gesund kommt ihr da, gerade für die Kinder, nicht wirklich weit. Also da herrscht definitiv Verbesserungsbedarf. Packt euch so viel gesunde Snacks ein, haltbare Snacks, wie es geht. Denn davon, dadurch spart ihr und ihr habt ein besseres Gefühl, gerade bei den Kindern, ne? Nur mal so zum Vergleich, also so ein Burger-Menü nach McDonald's Standard kann da gut und gerne mal 19,90 Euro kosten. Und auch das Gesündeste eigentlich, was ich überhaupt gefunden habe, waren solche Sandwiches oder so belegte Baguettes, wo dann auch Salat und Tomate und so drauf ist. Und die kosten auch
so ungefähr 9 Euro. Genauso bei Getränken. Packt euch Wasserflaschen ein, gerade wenn ihr jetzt im Sommer anreist und es warm ist, viele Getränke dabei haben. Wo tut ihr das alles hin? Ich kann euch wirklich sehr, sehr empfehlen, ein Buggy oder einen Bollerwagen dabei zu haben, auch wenn ihr denkt, ihr habt schon sehr große Kinder, die eigentlich nicht mehr in sowas sitzen. Also klar, für uns war das klar, für unseren Dreijährigen brauchen wir bei so einem Marsch über mehrere Tage einen Buggy, weil der auch noch Mittagsschlaf macht. Aber wir haben tatsächlich unseren Geschwisterbuggy, unseren alten, rausgekramt und den mitgenommen. Und das war Gold wert, denn auch die anderen 2, 5 und 7 Jahre waren so dankbar, dass die einfach mal kurz da drin sitzen konnten, teilweise sogar drin eingeschlafen sind. Also wenn ihr einen Bollerwagen habt, nehmt den auf jeden Fall mit. Nicht nur für Getränke, sondern euren Kindern werden irgendwann die Füße wehtun und die wollen sich ausruhen. Es ist alles sehr, sehr schön, aber auch sehr, sehr viel. Und dann sind die froh, wenn die mal eine Ruhepause haben können. Falls ihr keinen mehr habt, guckt mal, ob ihr euch einen von Freunden leihen könnt. Natürlich nach Möglichkeit einen, der zusammenzuklappen ist. Dann ist es auch leichter, mit dem Shuttle zu fahren. Also guckt mal, wie ihr da kommt. Ist das eigentlich behämmert mit den Ohren? Geht, oder? Kommen wir zu den Meilen, die ihr da lauft. Ihr lauft da viel und deswegen empfehle ich euch so als kleinen Geheimtipp, 2 Paar verschiedene Schuhe mitzunehmen. Auf jeden Fall die gemütlichsten Schuhe, die ihr habt. Geht dann nicht mit Flipflops hin oder mit High Heels. Packt euch 2 Paar Sneaker ein oder bequeme Sandalen, dass ihr die wechseln könnt. Nicht an einem Tag, dass ihr die jetzt im Park wechseln müsst, sondern dass ihr am nächsten Tag andere Schuhe habt. Denn dann habt ihr eine andere Verlagerung in den Schuhen und lauft euch nicht so leicht Blasen und eure Füße tun nicht so weh. Ich komme noch mal ganz kurz zum Thema Essen zurück. Das habe ich nämlich gerade vergessen. Ihr habt die Universal Studios, den Disneyland Park und daneben noch das Disney Village, wo ihr auch ganz viel essen könnt, wo auch ganz, ganz hinten relativ versteckt ein McDonald's ist. Da könnt ihr vergleichsweise noch am günstigsten auch spät abends noch was snacken, aber auch dieser McDonald's ist sehr viel teurer als der McDonald's hier in Deutschland. Es gibt auch einen Bahnhof, wo auch die Shuttles halten und da drin ist auch so ein Shop. Da bekommt ihr auch mal ein paar gesunde Snacks, da bekommt ihr so fertig belegte Sandwiches, so Tankstellenqualität. Aber zu vergleichsweise günstigen Preisen, also wenn ihr irgendwas braucht, was euch auch fehlt, auch an Hygieneprodukten oder so, kann ich euch nur empfehlen, in diesen Bahnhof zu gehen. Es ist teilweise ein bisschen gruselig da, weil da Soldaten auch rumlaufen mit Maschinengewehren und so, aber die sind natürlich zu eurem Schutz da. Und da komme ich auch schon zu einem Thema, was ihr vielleicht hier nicht erwartet habt. Das solltet ihr auch wissen, wenn ihr Paris besuchen möchtet. Im Disneyland Park an sich sehe ich das überhaupt nicht so. Da spürt man davon gar nichts, aber gerade in den Bahnhöfen, in der Metro, direkt vor dem Disneyland Paris, also vor den Eingängen und in Paris selbst, passt auf euch auf. Passt auf, dass ihr, dass niemand an euren Rucksack geht. Tragt den Rucksack nach Möglichkeit vorne. Wechselt niemandem Geld. Fallt nicht auf Hütchenspielereien, befindet euch nicht in zu krassen Menschenmengen, wo alle Leute auf die Hütchenspieler gucken, denn da gibt es auch Taschendiebe, die genau diese Situation da ausnutzen. Wir haben da ganz, ganz viel gesehen und erlebt. Passt auf eure Sachen auf, habt Wertsachen irgendwie in der Bauchtasche, unterm Pulli oder so. Habt immer die Kinder entweder im Buggy, im Bollerwagen oder an der Hand. Und zieht euren Kindern Armbänder an, auf denen ihre Handynummer und ihr Name im Notfall steht. Also eure Handynummer natürlich. Ich verlinke euch mal in der Infobox die Armbänder, die wir haben. Das sind so ganz bequeme Clip-Armbänder, wo eben eure Handynummer draufstehen kann. Im Notfall, falls euch mal ein Kind verloren geht. Wir haben es auch so gemacht, natürlich passt man einfach vorrangig auf und man geht auch nicht davon aus, dass etwas passiert. Und ich bin jetzt da auch nicht die Oberängstliche, aber ich bin da schon so, dass ich alle Eventualitäten so ein bisschen abhake. Also ich habe den Kindern schon gesagt, wie man auf Französisch sagt, dass man Deutsch ist und wie man heißt und ja, dass man zeigt, dass man ein Armband hat, wo eben die Telefonnummer von Mama und Papa draufsteht. Dann kann ich euch nur ans Herz legen, die Disneyland
App runterzuladen. Auf jeden Fall. Macht das auf jeden Fall. Ihr habt auf der App den Parkplan. Ihr habt auf der App die Wartezeiten. Wo stehe ich gerade wie lange an? Dann seht ihr, boah, da ist jetzt gerade nur voll kurz hinter. Dann sind da die Showzeiten, die Öffnungszeiten von den Shops und von den Restaurants. Und wenn ihr zu einer bestimmten Attraktion möchtet, ich kenne den Park jetzt wie meine Westentasche, aber am Anfang ist das so ein bisschen überfordernd. Ihr möchtet zu einer bestimmten Attraktion, dann klickt ihr da drauf und dann werdet ihr wie mit so einem Spaziergangsnavi dahin geleitet, falls ihr den Weg nicht selber findet. Jetzt kommen wir zu den verschiedenen Attraktionen und Shows, wo ich euch auf jeden Fall sagen muss, macht das. Verpasst das auf gar keinen Fall. Wir fangen mal bei den Universal Studios an und gehen dann zu Disneyland. Also Universal Studios. Geht auf jeden Fall in Ratatouille. Ratatouille ist eine ganz unscheinbare Bahn von außen, ist aber super cool gemacht und erinnert ein bisschen an eine Bahn aus Efteling. Aber es ist echt was, was man so eigentlich nirgendwo fährt. Dann auch relativ unscheinbar ist so eine, ich weiß gar nicht, wie die Bahn heißt, ist so eine Cars-Tours. Also nach dem Cars-Motto von Lightning McQueen und so. Und da fahrt ihr mit so einem Bus durch. Lohnt sich auch total für klein und groß. Hinter Cars wird gerade eine, ja, Elsa, Eiskönigin, Arendelle-Welt erbaut. Eine riesige bei den... Guck mal, ich spreche das aus und bekomme schon Gänsehaut. Wir konnten so ein bisschen durch den Zaun lünkern. Es wird eine riesige Welt. Und das ist genau das, was Universal Studios gefehlt hat. Weil es ist alles sehr auf Toy Story, Marvel, Star Wars. Es ist alles so ein bisschen auf cool und krass gemacht und mir hat so ein bisschen das Magische gefehlt und mit Arendelle, also ich meine, was wollen wir mehr? Wir werden definitiv so in 2 Jahren, denke ich mal, wieder einen Trip planen, weil wir das auf jeden Fall nicht verpassen wollen. Also Ratatouille und Cars, und das sind auch schon gerade mit Kindern so die einzigen beiden Hauptattraktionen, die ich euch da empfehle, aber es gibt eine Show in den Universal Studios, die heißt Mickey und der Zauberer und ihr habt da tatsächlich Wartezeiten, wo ihr euch anstellt, wo ihr so denkt, oh Gott, für eine Show soll ich mich jetzt hier anstellen? Mickey und der Zauberer macht das. Mickey und der Zauberer ist so, ich habe schon wieder Gänsehaut, so eine unfassbar gute Show. Also, dass wir sowas in einem Freizeitpark sehen, ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel Disney on Ice kennt oder andere Disney Musicals, da kann Mickey und der Zauberer definitiv mithalten. Ihr seht in dieser Show halt quasi kostenlos alle großen Stars eurer Kinder. Also wer da kein Taschentuch braucht bei dieser Show, es ist wunderschön, es ist Gesang, es ist Musical, es ist Tanzen, es ist eine unfassbare Kulisse, so viele Menschen, die da auf dieser Bühne stehen, so viele Stars, Mickey höchstpersönlich, also da seht ihr einmal alle. Und verpasst gar keinen. Das ist ein unfassbarer Geheimtipp. Macht das definitiv. Wir haben das tatsächlich so gemacht, dass wir fast nur ja, so einen halben Tag in den Universal Studios verbracht haben und dann wieder rüber marschiert sind ins Disneyland, weil ich das mit kleineren Kindern echt toller finde. Wenn die ein bisschen größer werden und dann so auf Marvel und Spider-Man und alles Mögliche abfahren, dann kann man da schon mehr Zeit verbringen. Deswegen kommen wir jetzt zu den Attraktionen in Disneyland. Da kommt es auch so ein bisschen drauf an, wie eure Kinder drauf sind. Ich finde ja die Schneewittchenbahn und die Pinocchiobahn auch super schön und empfehlenswert. Die sind aber beide gruselig. Also das möchte ich euch im Vorfeld sagen. Gerade Schneewittchen ist eigentlich eine Geisterbahn. Also seid darauf gefasst. Als kurzen Tipp, ihr könnt in einer Reihe, in den normalen Fahrgeschäften, also jetzt nicht Achterbahn, in den normalen Fahrgeschäften fast immer zu dritt sitzen für die Organisation bei euch im Kopf. Also ihr könnt 2 Erwachsene, 1 Kind, 1 Erwachsener, 2 Kinder, damit ihr da, das wusste ich nämlich vorher nicht. Und ab 7 Jahre darf man in den meisten Bahnen alleine in einer Reihe sitzen. Das war dann für uns einfach auch leichter zu organisieren. So, und jetzt zu den Attraktionen, die ich auf jeden Fall empfehle. Natürlich ist die Geisterbahn Phantom Manor auch super gruselig, aber ist so gut gemacht. Dazu möchte ich auch mal ganz kurz einwerfen. Ich war darauf
vorbereitet, dass die ganzen Attraktionen so ein bisschen abgeranzt sind. Die sind ja auch super alt, aber ich war auf Nostalgie vorbereitet, aber Pustekuchen. Die sind alle zeitgemäß immer wieder restauriert worden anscheinend. Also ich war richtig geflasht von der Geisterbahn, wie echt teilweise diese Figuren aussehen, wie die sich bewegen, wie Peter Pan für mich heute noch so eine magische Welt ist, wie auch früher als Kind. Also da wird wirklich mit dem Geld wenigstens auch harte Arbeit geleistet. Genauso auch, der Park ist unfassbar schön angelegt, unfassbar schöne Thematisierung, Bepflanzung und es ist sauber. So, Phantom Manor und Fluch der Karibik, beides absolut zu empfehlen, aber auch beides gruselig. Mit den Kindern definitiv fahren. Peter Pan hat auch meistens die längste Wartezeit überhaupt im Park, aber es lohnt sich. Die Bahn fährt da echt richtig schnell durch, also ist jetzt nicht schnell, sondern ihr fliegt in so einem Bötchen über Nimmerland und das ist so, so schön. Es könnte ein bisschen langsamer sein, nicht weil es zu schnell ist vom Gefühl her, sondern damit man es länger genießen könnte. Aber die jagen das Ding da echt durch, damit man nicht so lange Wartezeiten hat. Fahrt mit dem Karussell, was genau gegenüber steht, das Pferdekarussell, und fliegt mit Dumbo eine Runde. Und auf jeden Fall mit den Kindern ins Alice im Wunderland Labyrinth laufen und das Schloss der bösen Königin stürmen und danach ein Eis essen beim Nichtgeburtstag. Also das ist so eine schöne Atmosphäre da. Dahinter befindet sich auch noch der kleine Zug Casey Junior. Das ist der Zug von Dumbo und darunter eine Bootsfahrt, wo ihr verschiedene Disney-Filme und Märchen nochmal seht. Auch die beiden Bahnen absolut zu empfehlen mit Kindern. Ich persönlich würde mich nie irgendwo anstellen, wo man einen Disney-Charakter treffen kann. Es ist nämlich jetzt so gemacht, dass ihr euch da anstellt, um die persönlich zu treffen, um mit denen ein Foto zu machen. Wenn man mal sieht, da ist jetzt gerade nicht so eine lange Schlange und mein Kind möchte das unbedingt, aber meine Kinder sind da gar nicht so, die sehen das gerne auch von Weitem, aber die müssen sich nicht unbedingt hinstellen da und irgendwie ein Autogramm oder ein Foto machen. Ihr seht alle Charaktere auf der Parade. Verpasst auf jeden Fall nicht die Disneyland Parade, die ist irgendwann mittags, ich glaube 16:30, 17 Uhr so um den Dreh. Und stellt euch frühzeitig dahin. An vollen Tagen ist die Parade so voll. Also da sind dann so Bänder aufgespannt, wo ihr die Ränder sehen könnt. Setzt euch da auf den Bordstein mit euren Kindern schon eine Dreiviertelstunde vorher und snackt da ein bisschen was, dass eure Kinder vorne stehen können oder vorne sitzen können. Weil ansonsten steht ihr hinten und müsst ihr auf den Schultern tragen oder so die ganze Zeit, weil die sonst nichts sehen. Das ist zwar alles hoch, die sehen dann oben ein bisschen was, aber unten sind Tänzer und ihr könnt die Parade definitiv mehr genießen, wenn ihr ganz vorne seid mit den Kindern. Wenn ihr nur als Erwachsener seid, dann stellt euch bitte nach hinten und da, ihr seht nämlich was, weil die Kinder sollten vorne einfach sitzen. Dann das absolut Tollste an Disneyland Paris ist definitiv das Feuerwerk am Abend. Ich nenne das jetzt mal Feuerwerk. Die Show heißt Disney Dreams. Und falls ihr das nicht kennt und das noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr euch nicht vorstellen, was das ist. Also ich habe das zum ersten Mal gesehen und habe es mir danach tätowieren lassen. Disney Dreams ist eine Veranstaltung, das kann man echt nicht in Worte fassen. Also wenn ihr irgendwie denkt, ach nee, das ist mir zu spät, weil das ist nach Parkschluss. Also das kann auch um 11 Uhr sein im Sommer. Macht das mit den Kindern. Ihr habt einen Buggy oder einen Bollerwagen dabei und die können in einer warmen Jacke, die ihr dabei habt, auch im Sommer da drin sitzen und warten. Die können einen Mittagsschlaf machen. Das dürft ihr wirklich nicht verpassen. Auch wenn es spät ist, auch wenn es lang ist, auch wenn es ein anstrengender Tag war und ihr danach aus dem Park müsst. Es kommen genug Shuttlebusse. Macht das mindestens einmal. Das ist ein unbeschreibliches Erlebnis und ich heule jedes Mal dabei. Und das jetzt zu sehen, wie meine Kinder das auch sehen. Also ich habe mehr den Kindern in die Augen geguckt als... Jetzt kommen ja schon die Tränen. Krass. Das ist so ein schöner Moment einfach. Dann kommen wir zu einem Spezialtipp. Und zwar Kostüme und Schminken.
Disneyland ist voller Kostüme, Disney-Kostüme und Spots, wo ihr die Kinder schminken lassen könnt. Die Kostüme liegen dabei zwischen 50 und 100 Euro. Und das sind Kostüme, die bekommt ihr auch hier im Internet oder in irgendwelchen anderen Läden für 20 oder sogar noch weniger. Vielleicht möchte sich euer Kind auch gar nicht verkleiden oder ihr sagt einfach, nee, das muss nicht sein, das kann man natürlich auch machen. Ich würde jedem empfehlen, ein Kostüm von zu Hause mitzubringen. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie so gendern, aber ich wollte jetzt gerade für Jungs sagen. Piraten, ein Fernglas, ein Schwert, ein Laserschwert, ein Prinzessinnenkleid, ein Elsa-Kleid, ein Belle-Kleid, eine Krone, nehmt euch Glitzerschminke mit, morgens im Hotel die Kinder ein bisschen schminken. Ohren kann man da gut kaufen und finde ich, ist auch eine Investition wert. Aber ihr könnt eure Kinder morgens schon im Hotel selber fertig machen und dann schon so dahin gehen und müsst nicht, wenn eure kleine Tochter dann da steht und sagt, oh mein Gott, das ist so schön, okay, 100 Euro nehmen wir mit. Das kann man genauso gut von zu Hause machen und dann ist es auch eben da gar nicht mehr so interessant. Wisst ihr, was ich meine? Und es sind auch bei weitem nicht alle Kinder da verkleidet, aber man sieht schon sehr, sehr, sehr viele Kinder, die da als Prinzessinnen oder als ja, irgendjemand von Star Wars oder wie heißt der, Captain Buzz Lightyear oder so ist, verkleidet sind. Deswegen so als Tipp, da könnt ihr sehr viel Geld und Nerven sparen, wenn ihr das vorher irgendwie regelt. In Disneyland ist einfach jedes Outfit erlaubt. Noch so als kleiner Sicherheitstipp zwischendurch und als lustige Geschichte meinerseits, das ist echt super peinlich, wenn ihr Disneyland betretet, deswegen merkt ihr auch drinnen nicht mehr so wahnsinnig viel an Security oder so, was heißt wahnsinnig viel, gar nichts. Das ist wirklich nur vor dem Park, da denkt man so, oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Ihr kommt durch eine Sicherheitskontrolle wie am Flughafen, wo eure Taschen, Handys, alles durch so ein Band kommen mit Monitoren und so. Bitte habt nicht euer Messer, was ihr zum Pilze sammeln habt, ganz unten im Rucksack. Nicht, dass ich jemanden kennen würde, dem sowas passiert ist. Weil ich einfach mit meinem ganz normalen Rucksack da rein spaziert bin. Also, das war super peinlich. Ihr kommt da, also keine Nagelschere irgendwie dabei haben, keine Waffen, keine Messer, keine gefährlichen Flüssigkeiten oder so. Wie als wenn ihr in ein Flugzeug einsteigen würdet. Sonst Essen und Trinken ist natürlich erlaubt. Und jetzt abschließend noch, wie es für uns war. Also ich hatte wirklich Respekt und auch ein bisschen Schiss vor diesem Urlaub, obwohl ich mit den Kindern wirklich so alles mache. Aber ich hatte wirklich Angst. Wie voll wird es? Wie werden meine Kinder reagieren? Haben die Angst, die Sachen zu fahren? Ist es denn zu viel? Wie lange müssen wir wo anstehen? Wie wird das Wetter werden? Wir hatten so ein Glück. Wir hatten einfach 3 Tage perfektes Wetter. Die Kinder haben die Bahn und die Attraktion geliebt. Mein Großer mit 7, der ist, glaube ich, 4-mal Phantom Manor gefahren. Ich konnte sogar abends noch Space Mountain fahren und mein Mann hat draußen mit denen dann so lange vor Buzz Lightyear Seifenblasen geschossen und ich hatte nur 5 Minuten anstehen abends. Wir mussten überhaupt nicht viel und lange anstehen. Wir haben uns, wenn jemand Angst vor einer Attraktion hatte, einfach abgewechselt und die anderen sind dann Karussell gefahren oder haben Eis gegessen. Es war rundum perfekt. Es waren keine Zwischenfälle, keine großen Weinattacken. Es war super entspannt. Kann ich echt nur so sagen. Und das waren meine Tipps für Disneyland Paris. Wenn ihr noch Tipps habt für die Community, dann tauscht euch auf jeden Fall in den Kommentaren aus. Was würdet ihr auf jeden Fall empfehlen für einen Ausflug nach Disneyland Paris? Was kennt ihr für Hotels? Vielleicht Geheimtipps? Welche Bahnen würdet ihr absolut empfehlen oder auch absolut gar nicht empfehlen? Nochmal ganz kurz zum Thema Small World. Small World ist natürlich auch ein absoluter Klassiker und eine totale Top-Empfehlung für Kinder. Die ist aber
aktuell, jetzt wo ich das Video filme, geschlossen zu Renovierungszwecken. Also falls die wieder geöffnet hat, wenn ihr da seid, ist das natürlich auch für ganz, ganz Kleine schon und auch für Erwachsene ein absolutes Highlight. Also, wenn euch das Video gefallen oder weitergeholfen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ich freue mich natürlich über jeden, der kommentiert oder sogar diesen Kanal kostenlos abonniert. Und dann sehen wir uns hoffentlich gesund und munter beim nächsten Video wieder. Dann leider ohne Ohren. Aber egal. Ciao.